Hallo, ich bin die Katrin und ich wollte euch heute zwei Kurzgeschichten vorlesen. Und zwar hat die Cornelia Funke geschrieben und die sind aus dem Buch Cornelia Funke erzählt. Und das Ganze ist im Löwe Verlag erschienen. Und der vollständige Titel heißt Cornelia Funke erzählt von Bücherfressern, Dachbodengespenstern und anderen Helden. Und die Illustratorin dieses Buches heißt Sibylle Hein. Genau. Und die Geschichte, die ich euch zuerst vorlesen möchte, heißt Dünenschweine. Jo mochte das Meer nicht. Vielleicht, weil er nicht besonders gut schwimmen konnte. Manchmal kam es ihm vor wie ein riesiges, nasses Tier, das ihn einfach wegschlabbern wollte. Aber Jo liebte den Strand. Wo sonst konnte man meterhohe Sandburgen bauen, mit Türmen und Gräben, Muscheldächern und langen Gängen, in denen es wunderbar kühl war, wenn Jo die sonnengebratenen Arme reinsteckte? Jo buddelte leidenschaftlich gern. Zu Hause zogen ihn die Nachbarskinder damit auf, dass er immer noch im Sandkasten spielte. Aber das interessierte Jo nicht. Eines Tages, die Ferien hatten gerade angefangen, holte ihn sein Großvater morgens ab und fuhr mit ihm ans Meer. Es war noch früh, als sie ankamen und der Strand war fast leer. Jo suchte sich einen Platz nah am Wasser und legte sein Werkzeug zurecht. Eimer, Schaufeln, Gießkanne, ihr kennt das ja alles, ihr habt das bestimmt auch immer dabei, gell? Ein paar verschieden dicke Stöcke. Dann machte er sich an die Arbeit, während sein Großvater im Liegestuhl hinter der Zeitung verschwand. Als der Strand sich langsam füllte, hatte Jo einen Burgberg aufgeschüttet, der fast einen Meter hoch war. Der Graben drumherum war so tief und breit, dass Jo drin knien konnte. Sorgfältig klopfte er den Berg oben platt, formte Mauern mit Zinnen darauf, Treppen, Tore und vier dicke Türme. Dann fing er an, in den Berg hinein einen unterirdischen Gang zu graben. Das war immer das Allerbeste. Jo stellte sich die Gewölbe vor, in die der Gang hinabführte. Geheimnisvolle Schatzkammern und Verliese, in die der Burgherr seine Feinde warf. Jos Finger gruben und gruben. Er holte immer mehr feuchten Sand aus der Tiefe. Als sein Arm schon bis zur Schulter in dem kühlen Gang steckte, berührten seine Finger plötzlich etwas Weiches. Jo zog den Arm so hastig zurück, dass er ein Riesenloch in den Berg riss. Schnell klopfte er den Sand wieder fest und schob den Arm vorsichtig noch einmal in das Loch. Da, da war es wieder! Weich und pelzig. Jo versuchte nach dem etwas zu greifen, aber es kratzte ihn mit winzigen Krallen. Erschrocken riss er die Hand zurück und lugte in das dunkle Loch. Augen leuchteten ihm entgegen, schmal und grün. Und plötzlich schoss ein kleines pelziges Gesicht aus dem Loch, sah sich hastig um und wisperte: Hast du Sonnencreme? Sprachlos hielt Jo dem Pelzgesicht die Flasche hin. Die Sorte mögen wir nicht, wisperte es und verschwand wieder in der sandigen Tiefe. Ich zeig euch grad mal, wie das kleine pelzige Ding aussieht. Guckt mal. Und da seht ihr auch ein bisschen von Jos Burg. Schön, gell? Jo starrte auf die Burg, als hätte ihm das etwas seine Schaufel auf den Kopf gedroschen. Hey, flüsterte er in den dunklen Gang hinein. Seid ihr Sandhamster oder sowas? Irgendwas tuschelte in der Tiefe. Dann tauchte das kleine Pelzgeschöpf wieder auf.
Dünenschweine, nuschelte es. Wir sind Dünenschweine. Hast du zufällig Salzstangen? Jo zuckte bedauernd mit den Schultern. Das Dünenschwein rümpfte verächtlich die Nase und verschwand. Hey, warte, rief Jo leise in den Gang hinein. Ich könnte euch was bauen. Und ohne eine Antwort abzuwarten, fing er an. Erst baute er eine hohe Mauer aus Sand und Steinen um den Burggraben herum, aber sehr viel Sichtschutz brachte die nicht. Da steckte Jo Stöcke oben zwischen die Burgtürme und hängte sein Handtuch so darüber, dass es wie ein Baldachin die Burg und den Gang verbarg. Dann schob er vorsichtig Kopf und Schultern unter das Tuch und flüsterte in den dunklen Gang hinein. Ihr könnt ruhig rauskommen. Bitte. Keiner kann euch sehen. Heiliges Ehrenwort. Eine ganze Weile rührte sich nichts. Doch dann krochen, vorsichtig schnuppernd, drei kleine, pelzige Wesen aus dem Gang. Sie kletterten den Burgberg hinauf, stiegen über Jos Mauern und begannen in der Burg herumzustöbern. Sie liefen die Treppen rauf, die Jo mit Wasser und Sand geformt hatte, und bestiegen die Türme, als hätten sie schon immer auf der Burg gewohnt. Leider brach ein Turm zusammen und ein Dünenschwein rollte den Burgberg runter. Aber Jo konnte es auffangen, bevor es unter dem Tuch hervorkullerte. Ich zeige euch noch ein Bild. Er klopfte ihm den Sand aus dem Pelz, setzte es vorsichtig zurück auf den Burghof und wollte ihm gerade zum Trost einen kleinen Sandsessel formen. Da hob jemand das Handtuch hoch. Schnell wie Kugelblitze huschten die Dünenschweine in den Gang zurück. »Na, mein Junge«, sagte Jos Großvater, »wollen wir ein Eis essen gehen?« »Ach, nö, ich buddle lieber«, antwortete Jo. »Aber du könntest mir Salzstangen mitbringen.« »Salzstangen?« Sein Opa hob erstaunt die Augenbrauen und stapfte davon. Jo aber verschwand wieder unter dem Handtuch. »Salzstangen, komm gleich«, wisperte er in den Tunneleingang. »Bleibt in Deckung, bis ich euch rufe.« Er hatte gerade drei Sessel und einen Sandtisch auf den Burghof gebaut, da lugte sein Opa wieder unters Handtuch. »Nicht schlecht, die Burg«, sagte er und ließ die Salzstangentüte in den Graben plumpsen. »Danke, Opa«, sagte Jo, »und tschüss.« Dann zog er das Handtuch schnell wieder zu. Ein Dünenschwein steckte schon schnüffelnd die Nase aus dem Tunnel. »Es hat geknistert«, lispelte es, »ganz deutlich.« Jo grinste und legte drei Salzstangen auf den kleinen Sandtisch. Blitzschnell saßen die Schweine auf den Sesseln. »Mann, solche wie euch hätte ich gern in meinem Sandkasten«, murmelte Jo, während er ihnen beim Knabbern zusah. »Gibt's da Sand?«, schmatzte das dickste Schwein. »Aber klar«, flüsterte Jo schnell, »und für Salzstangen würde ich schon sorgen.« Die Dünenschweine begannen leise miteinander zu tuscheln. 5 Minuten später rüttelte Jo seinen schnarchenden Opa wach. »Ich will nach Hause«, sagte er. Sein Opa nahm überrascht die Zeitung vom Gesicht. »Jetzt schon?« »Unbedingt«, erklärte Jo. »Ich glaube, ich krieg einen ganz schrecklichen, scheußlichen Sonnenbrand. Und außerdem muss ich zu Hause im Sandkasten noch was bauen.« Da stand sein Opa mit einem Seufzer auf und packte seine Sachen zusammen. »Salzstangen«,
Sonnenbrand, was ist heute bloß los mit dir?« murmelte er. Das Schmatzen der drei Dünenschweine in Jos Rucksack hörte er zum Glück nicht. Und jetzt lese ich euch noch eine Geschichte vor. Und zwar heißt die Der Bücherfresser und ist auch aus dem Buch von der Cornelia Funke. Der Bücherfresser. Stans Großvater vererbte der Familie seine Bücher, die Decke, auf der sein Hund immer gelegen hatte, und eine Holzkiste, auf der stand, nur für Stan. Unbedingt heimlich öffnen. Die Decke wollten Stans Eltern nicht wegen der Hundehaare. »Und all die Bücher«, stöhnte Mama, »was sollen wir denn damit?« »Verfeuern«, schlug Papa vor. Da guckte Stan ihn ganz streng an und sagte, »Also ich verfeuere deine Autozeitschrift nicht, wenn du mal tot bist.« Papa wurde rot wie ein Radieschen und schleppte Opas Bücher auf den Dachboden. 23 steinschwere Umzugskartons. Danach musste er sich erstmal aufs Sofa legen. Stan aber schlich auf den Dachboden, packte alle Bücher aus und stapelte sie zu Wänden. Wow, das sieht total toll aus. Guckt euch das an, was er gemacht hat. Das ist eine coole Höhle, ist daraus geworden. Ein paar Mal kippte alles zusammen, aber irgendwann war sie fertig, seine Bücherhöhle. Als Dach nahm er die alte Decke und als Beleuchtung Papas Taschenlampe. Dann kroch er mit der unbedingt heimlich öffnen Holzkiste hinein. Zwischen den Büchern roch es nach Opa. Hundehaare rieselten von der Decke. Auf der Kiste klebte ein Brief. »Hallo Stan, ich weiß, du magst keine Bücher. Hoffentlich hast du meine trotzdem vor eurem Ofen gerettet. Für das, was in der Kiste steckt, wirst du sie nämlich brauchen. Bis irgendwann, in einem anderen Leben. Opa.« Stan wurde ganz kalt vor Traurigkeit. Still war es auf dem Boden. Nur der Regen prasselte aufs Dach. Stan fuhr sich mit dem Ärmel über die Augen und riss das Paketband ab, mit dem die Kiste zugeklebt war. Dann klappte er den Deckel auf. Auf einem Haufen Papierschnipsel lag ein pelziges Etwas. Ein bisschen wie ein Meerschwein sah es aus. »Ein Stofftier«, murmelte Stan. Aber als er nach dem Plüschding griff, kreischte es los. Erschrocken ließ Stan es zurück in die Kiste fallen. Er lauschte nach unten. Aber seine Eltern schienen das Gekreisch nicht gehört zu haben. Das Pelzschwein grunzte aufgeregt vor sich hin. »Reg dich ab, ich tu dir nichts«, flüsterte Stan. »Ehrenwort!« »Gib mir ein Buch«, lispelt das Pelzschwein. »Ein knackig, knuspriges!« »Nein, warte! Ein flüstervoll, furchtbar, fantastisches! Ja?« Stan zog vorsichtig irgendein Buch aus der Höhlenwand. »Kaperfahrt nach Tortuga«, las er. Das Pelzschwein beschnüffelte den Einband und nickte. Ja, das riecht abenteuerlich. Trauerlustig, süß und sauer. Ja!« Es biss in das Buch, als wäre es ein Butterbrot. »Stan, komm essen!« rief Mama die Dachbodenleiter hoch. So schnell hatte Stan noch nie gegessen. Als er zurück in die Bücherhöhle kroch, waren von der Kaperfahrt nach Tortuga nur noch ein paar Papierschnipsel übrig. »War eine wunderbare Geschichte, kribbelt immer noch bis in die Zehen«,
sagte das Pelzschwein und strich mit den Pfoten über die Bücherwände. Bist du auch einer? Was? Fragte Stan. Nein. Das Pelzschwein schüttelte den Kopf. Du bist keiner, aber dein Großvater. Was für ein Bücherfresser. 3 am Tag schaffte er, verschlang sie mit den Augen, weißt du, ohne einen Buchstaben zu zerkrümeln. Es seufzte. Ich kann das nicht, aber ich behalte jedes Wort, das ich wegknabbere. Als dein Großvater schlechte Augen bekam, hat er mich mit Büchern gefüttert und ich habe sie ihm Wort für Wort erzählt. So. Die Bodenleiter knarrte. Erschrocken verschwand der Bücherfresser in der Kiste. 23 Kartons voll, sagte Stans Vater. Die meisten sind ziemlich alt, aber... Stan kroch aus der Höhle. Hinter seinem Vater quetschte sich ein dicker Mann durch die Bodenluke. Oh nein, Stan, rief Papa, als er die leeren Kartons sah. Konntest du dir nicht aus was anderem eine Höhle bauen? Die sind nicht zu verkaufen, sagte Stan. Ich werde sie lesen. Alle, jeden Buchstaben. Mit ärgerlichem Schnaufen stieg der dicke Mann die Bodenleiter wieder runter. Papa war wütend wie ein Walross, aber Stan durfte die Bücher behalten. Sobald alle schliefen, schlich er mit seiner Bettdecke auf den Dachboden. Als er die Taschenlampe in der Höhle anknipste, blinzelte ihn der Bücherfresser verlegen an. Auf dem Boden lagen Papierschnipsel und mindestens 5 Bücher waren angenagt. Ich musste einfach ein paar kosten, flüsterte er. Abenteuer, Reisen zum Mond und unter die Erde. Vergangene Zeiten, versunkene Welten, Feiglinge, Helden, Räuber, Verräter, dunkle Geheimnisse und dunkle Orte, Schätze. Er seufzte. Wörtermusik. Okay, sagte Stan und breitete seine Decke zwischen den Bücherwänden aus. Erzähl mir eins, irgendeins. Er legte sich hin und der Bücherfresser setzte sich auf seinen Bauch und erzählte. Die ganze Nacht und noch viele andere. Ich hoffe, euch haben die beiden Kurzgeschichten gefallen von der Cornelia Funke aus dem Buch Cornelia Funke erzählt von Bücherfressern, Dachbodengespenstern und anderen Helden aus dem Löwe Verlag, die uns freundlicherweise erlaubt haben, das Buch vorzulesen oder zumindest erstmal 2 Geschichten davon. Ich freue mich und hoffentlich sehen wir uns bald. Macht's gut. Tschüss.